Mein Name ist Julia und ich bin dein Mathematik macht Freude Freunde Coach während der Videoreihe zur Prozentrechnung. Im ersten Lernzyklus werden wir uns mit dem Prozentbegriff etwas anfreunden. Das heißt, wir stellen uns Fragen wie, was sind denn überhaupt Prozente? Das ist ganz wichtig, dass wir dann später damit richtig rechnen können. Los geht's! Also, es ist ganz wichtig, dass du dir merkst, dass Prozente Hundertstel sind. Was bedeutet das? 1% ist also dasselbe wie 1 Hundertstel. Das heißt, die Zahl, die vor dem Prozentzeichen steht, in diesem Fall 1, schreibe ich oben in den Zähler meines Bruches, das heißt über dem Bruchstrich. Unten steht immer 100, im Nenner steht immer 100, weil Prozente Hundertstel sind. Ich zeige dir noch ein Beispiel. 3%. Wie kann ich das jetzt als Bruch schreiben? Wir wissen, Prozente sind Hundertstel, also ist das dasselbe wie 3 Hundertstel. Ganz allgemein kannst du also sagen, dass a Prozent genau a Hundertstel sind. A ist dabei eine beliebige Zahl. Okay? Jetzt wissen wir also schon ziemlich gut, wie man diese Prozente, ich zeige hier nochmal, also 1% zum Beispiel, in einen Bruch umwandeln kann. Diesen Bruch wollen wir jetzt aber auch als Dezimalzahl schreiben können. Erinnere dich zurück, das hast du bestimmt beim Bruchrechnen schon gelernt. Wir wiederholen es jetzt noch einmal gemeinsam. Wenn ich von einer Dezimalzahl spreche, ist es wichtig, dass du weißt, dass eine Dezimalzahl eine Kommazahl ist. Das heißt, unser Ziel ist es jetzt, den Bruch 3 Hundertstel als Kommazahl zu schreiben. Beim Bruchrechnen hast du bestimmt schon gelernt, dass man diesen Bruchstrich, also bei 3 Hundertstel, einfach als Division sehen kann. Das heißt, 3 Hundertstel kann ich schreiben als 3 durch 100. Und diese Division, die können wir jetzt ganz einfach ausrechnen. Ich mache das jetzt gleich einmal mit dir gemeinsam. 3 durch 100. Wie machen wir das? Wir überlegen uns, wie oft passt denn 100 in 3 hinein? Ja, das geht gar nicht, also schreibe ich 0. 0 mal 100 ergibt 0. Wenn ich jetzt subtrahiere, bleibt mir also 3 Rest. Du kannst dir jetzt vorstellen, dass hier nach der 3 ein Komma steht und danach können wir uns beliebig viele Nuller denken. Einen dieser Nullen schreiben wir jetzt hinunter. Da das Komma eigentlich hier nach der 3 steht, müssen wir auch bei unserem Ergebnis jetzt ein Komma setzen. Überlegen wir nun wieder, wie oft passt 100 in 30? Gar nicht, also schreiben wir 0. 0 mal 100 ergibt wieder 0. Wenn wir subtrahieren, bleibt uns 30 Rest. Jetzt können wir wieder eine 0 nach unten schreiben. Wie oft passt 100 in 300? 3 mal. Denn 3 mal 100 ergibt genau 300. Wenn wir jetzt wieder subtrahieren, bleibt uns 0 Rest. Das heißt, wir sind fertig mit der Division und das Ergebnis ist 0,03. Wir können jetzt also schreiben, 3 durch 100 ergibt 0,03 und somit ist auch der Bruch 3 Hundertstel, genau 0,03 und wir konnten ihn so als Dezimalzahl schreiben. Ich möchte das jetzt nochmal für dich zusammenfassen. Wir wissen jetzt also, ein Prozentwert, so wie hier 3%, kann ich als Hundertstel schreiben. Das heißt, wenn ich durch 100 dividiere, erhalte ich die Prozente als Dezimalzahl. In diesem Fall ist uns 0,03 herausgekommen. Jetzt stellt sich die Frage, geht das andersrum auch? Kann ich die Dezimalzahl als Prozent schreiben? Klar, vorher haben wir durch 100 dividiert. Jetzt müssen wir die umgekehrte Rechenoperation durchführen. Das heißt, wir multiplizieren mit 100, um wieder zurück zu den Prozenten zu kommen. Probiere das gleich einmal aus. Rechne 0,03 mal 100. Du kannst es gerne auf einem Zettel per Hand machen. Und überprüfe, ob 3 herauskommt. Drücke jetzt auf Pause. Okay,
Ich hoffe, du hast es geschafft und gesehen, dass das ganz einfach auch in diese Richtung geht. Jetzt möchte ich dir noch zwei Eselsbrücken zeigen, dass du nicht immer dividieren und multiplizieren musst, was ja doch ein bisschen Zeit kostet. Also, wenn wir durch 100 dividieren, gibt es eine super tolle Eselsbrücke. Genauso, wenn wir mit 100 multiplizieren. Wie funktioniert das? Man muss dabei das Komma verschieben. Und zwar von der Zahl 3 hier, das Komma, wird um 2 Stellen nach links verschoben. Wieso 2 Stellen? Weil wir durch 100 dividieren und 100 genau 2 Nullstellen hat. Das heißt, ich schreibe meine Zahl 3 her. Das Komma steht eigentlich hinter der Zahl, hinter der einer Stelle und ich verschiebe das Komma jetzt um 1 und 2 Stellen. Mein neues Komma markiere ich jetzt rot für dich, dass du es sehen kannst. Was passiert mit den Lücken? Die fülle ich mit 0 auf. Das heißt, ich erhalte das Ergebnis 3,03, das wir vorher auch bei der Division erhalten haben. Bei der Multiplikation funktioniert das ähnlich, nur in die andere Richtung. Das heißt, das Komma wird um 1 und 2 Stellen nach rechts verschoben. Die Lücke kannst du dann wieder mit einer 0 auffüllen, so wie ich das hier mache. Den Nuller vor der 4 und auch das Komma können wir einfach weglassen. Wir wissen, dass das dann einfach 40 ist. Wieso nach rechts? Beim Multiplizieren wird die Zahl immer größer, deshalb muss das Komma nach rechts verschoben werden. Beim Dividieren wird eine Zahl immer kleiner, also verschieben wir es nach links. Merkst du dir diese beiden Eselsbrücken, kannst du ganz leicht Prozente in Dezimalzahlen umwandeln und auch Dezimalzahlen in Prozente. Im nächsten Video werden wir uns dann gemeinsam ein paar Beispiele anschauen. Bis dann!